Helikopters. Der jetzt gerade schon wieder gestorben ist, der hat einen Flatterflatfass verloren, das habt ihr leider nicht gesehen. Er hat generell unseren C3-Horn-PO verloren. Ich weiß nicht, was er macht. Er baut sich gerade hier drüben selber ein kleines Häuslein. Er macht ja einfach mal gerne, das sollst du einfach mal klauen, gell? Alter, Dreckschwein. So, ich werde mir jetzt erstmal eine Stelle aussuchen, wo wir Metall abbauen und da baue ich auch erstmal eine Art kleine Basis. Was wir ja schon mal angesprochen haben, was ihr bei Thomas gehört habt, dass wir unter Leuten sich jeder irgendwo einen Standort raussucht und eben halt auch, sag ich mal, noch eine kleine Basis baut, zwecks gewissen Dingen farmen und so, ja, wie gesagt, dass jeder eben halt was für sich hat. Und dann könnte man eben halt hin und her eben halt das Zeug verschicken, was wir eben brauchen oder was bis der Teufel. Und wie gesagt, wir wollen ja auch später dann irgendwann mal uns auf die Pirsch begeben und uns mit diesen, ja, was ist denn das, Bossen, keine Ahnung, legendären Dinos oder so, wollen wir uns anlegen und wollen da eben halt gewisse, ja, was kannst du denn da kriegen, legendäre Dinge oder sowas, gell? Irgendwas. Du machst das schon. Ja, ich alleine, na freilich, ich kämpfe hier so eine riesengroße Tarantel oder irgend so ein Mist. Siggi, kein Problem. Nix Siggi. So, ich werde jetzt erstmal Richtung Metall hochfliegen. Wir haben ja jetzt nochmal da oben das alles angucken und wenn ich fliege, ich mal weiter ins Landinnere. Aber vorsichtig. Weil wir haben ja wieder heute jemanden verloren. Wer war das überhaupt? Das war. Wir haben gar niemanden verloren, ne? Ja, du hast einfach nur Namen umbenannt. Das Ding ist, wir haben einen Sattel verloren. Ach ja, den Sattel haben wir verloren, stimmt. Wir haben nur den Sattel verloren und sonst gar nichts. Stimmt. Ja. Boah, Arschloch, wir hatten drei Flatterflatplatz. Ja, wir hatten mal drei und dann ist der von Zerko, der war für immer weg. Weg? Nicht. Ja, ist klar. Der war so lust, der war. Ja, fragt man sich. Wieso vibriert denn jetzt mein Handy? Zerko. Nachher. Was ist denn bei dir immer nachher? Was sind das für Zeitangaben? Ich glaube, ich muss trotzdem mal gucken, weil ich mache die Falltür, mal gucken, wie ich die herstellen kann. Aber damit ich auch meine Landezone auf dem Dach habe. Ah, freilich. Würdest du dir immer kurz Metall abbauen, kommt gleich wieder so, so ein Kotzvieh an. Da kommt das L. Mann, geht mir da auf den Sack. Oh, ich weiß schon, dass das wieder alles so schief geht, weil ich jetzt. Aber du hast vergessen, wir haben jetzt einen Spooky. Spurri? Spooky. Das, was mich jetzt gerade angegriffen hat, so einen hat sich Thomas gerade gezähmt. Das ging kurioser echt schnell und der ist Kumpel, der ist auch nur E. Was, der ist nur E? Der heißt nur E. Okay. Also wie gesagt, ich fliege gerade ins Landinnere, gell? Eine Runde. Mach auf jeden sicheren Ding, was ich sehe, mache ich eine Pause. Oh, Alter, und es sind zwei Raptoren, die jagen gerade irgendein Vieh. Oh, Raptoren, Alter, ich liebe Raptoren. Aber es sind zwei, also. Das sind zwei eben halt, ja, aber das ist mir zu offen, das Gelände. Einen kann man da zähmen, aber wenn da zwei drin ist, auch. Ein Raptor wäre richtig nice. Also, ja. Der würde mir schon sehr gefallen, weil der könnte mir jetzt wirklich schon sehr viel. Ah. Und das da drüben ist da ein Baum von alleine umgefallen jetzt gerade oder was? Spooky mache ich mal erstmal auf Nahkampf. Jo. Das ist bestimmt später noch sehr hilfreich sein, weil damit nimmt er dann später noch. Hier unten sind wieder Schlangen. Oh, haut mir ab, ey. Ich fliege mal Richtung den Wald hoch. Ich fliege jetzt Richtung den Wald hoch. Ab wann können wir die lilan Pentagramme. Ach, die Pentagramme. Zeig das Pentagramm nach oben und nach unten. Also. ab wann können wir die öffnen? Ja. 65 hat der Langsjung gesagt. Der Langsjung. Der Langsjung. So, jetzt fliegen wir gerade über den Sumpf. Hier sind viele Flatterflatschplatz. Da oben werden wir auch eine ganz kurze Pause machen. Das Ding ist, da ja auch der Victor ein Hammer-Typ ist, guckt er ja auch immer noch so auf der Schildkröte-Filme, damit ich einen neuen Sattel machen kann. Ach, ich soll nach Schildkröten gucken?
wenn du welche findest, also ich gucke hier auch die ganze Ja, aber ich kann die Leiter hier nicht angreifen, weil das mir echt ein bisschen zu haarig ist. Ja, nee, also wenn da ein doofes Viehzeug in der Nähe ist, dann sowieso nicht, aber wenn eine Schildkröte in der Nähe ist, Sonst darfst hätte du ich gerne das mitnehmen. sofort getan. Aber ich fliege jetzt gerade in diesen krassen hohen Wald, was auch immer das für ein Wald ist. In diesen übelsten abgefuckten Bäumen. Sieht ja aus wie Mammutbäume oder sowas in der Art. Man darf auch nicht, also wir wollen auch später noch versuchen, dass wir eine Verbindung zwischen unseren Häusern bauen können. Also zwischen diesen Ja. Ganzen, also wenn sich der Victim was das rausgesucht hat, wo er. Alles klar, hier sind Skorpione, ich sehe Skorpione, jetzt weiß ich, wo Skorpione sind. Wenn sich der Victim da seine Basis hat, Alter. Die Beine fertig habe, versuchen wir, das wird bestimmt sehr viel Holz kosten. Weil ich denke mal, da wird so eine Holzdings wird total ausreichen, eine Holzbrücke. Alter. Muss nichts mit Stein gemacht werden. Ich glaube, ich habe meinen Punkt gefunden, wo ich mir was bei auf. Da oben ist ein T-Rex! Ich sehe das erste Mal einen T-Rex, Leute! Ich hab noch nie einen gesehen. Heidewitzka! Alter, ist das Vieh riesengroß! Fick Boss die Henne! Boss Betäubung, welches Level? Alter Verwalter! Oh, der ist. Schwarz-grau! Geil! Und hier oben sind Adler! Ich geh in Arsch! Echt? Ich geh in Arsch, ich sehe das erste Mal zwei Adler. Halt! Da muss ich doch mal später bei dir vorbeigucken. Ey, warte mal, ich muss da oben hin. Ich muss das mir angucken. Hoffentlich kann ich da oben eine Aber Basis. pass auf die Ausdauer. Die Ausdauer ist noch gut, aber ich weiß nicht jetzt zwecks den Viechern. Würde das jetzt nochmal hier oben checken, ob die mich angreifen oder nicht. Da drüben ist ein Vulkan sogar. Fick die Henne. Wie geil ist das? Ich sag ja, wenn du noch nicht viel von der Insel erkundet hast, gell? Und du findest dann sowieso so neue Sachen, ist das übelst geil. Also hier hat man schon. Oh, hier ist Metall in Mengen. Aber halt, so Und eine ab. Ladung, wie wir bis jetzt immer gekriegt haben, da traut man sich manchmal halt nicht, ne? Das Map M ist. Okay. Das kann ich mir einfach merken, weil das sehr gut auf der Karte eingezeichnet ist. Da kennt man sehr gut. Müsste ich mir hier nur irgendwo einen Punkt finden und hier sieht es ziemlich kalt aus. Ich weiß. Oh, schade, ich wollte den blauen Drop da unten gerade mitnehmen. Aber da ist so ein Vieh. Gut, da fliegen wir mal die Schneise hier entlang lang. Da ist der Vulkan. Hier laufen irgendwelche Berglöwen rum oder sowas. Alter, Thomas. Ey, da ist unser Ort ein Scheißdreck dagegen, ohne Mist. Ja, aber wie gesagt, wir wissen ja, was wir für die Ladung gekriegt haben, ne? Nein, ich meine nur einfach, das ist einfach nur so monströs geil. Da ist der Vulkan. Boah, Alter. Die Map ist nicht groß, nee, bloß nicht. Kann ich hier schnell runtergehen? Jetzt ja. Ausdauer hoch. Vieh. Jawohl. Und weiter geht's. Alter. Ey, nee, Thomas sieht echt geil aus. Ohne Mist. Also muss ich echt auch die Entwickler mal loben, die generell dieses Spiel erstellt haben. Also vor allen Dingen, die das auch immer wieder patchen, updaten und allen möglichen Scheiß machen. Finde ich richtig geil. Und ich fliege jetzt noch zu dem Vulkan rüber, auf jeden Fall, weil Es da kommt ja drüben. auch wirklich fast wöchentlich ein Patch raus, also dass hier irgendwas. Das reicht Also schon gar man nicht. sieht, dass Fast sie daran arbeiten, ne? tagtäglich, fast tagtäglich, Ja. also ohne Mist. Alter, hier unten ist übelst was los. Das sind nur aggressive Viecher. Krass. Aber ich werde da oben jetzt mal landen, da bei den Vulkanen. Ist ein gelber Drop. Den werde ich mir noch schnell holen. Und ich bin jetzt gerade am Überlegen, ob ich zu dem Vulkan oben mal reinfliege. Ausdauer für den Fischchen hast dann. Läuft bis jetzt gerade noch. Ich könnte bis zum Gelben kommen. Das reicht von der Ausdauer her ungefähr hin. Und könnte dann von da aus dann da mal hochfliegen und mal schauen. Ja, fein, der Drop Man ist muss auch gut. dazu sagen, also wir haben uns überlegt, dass sich halt wirklich jeder für irgendwas verantwortlich fühlt. Zum Beispiel, denn wenn sich der Victim da oben sich was überlegt, dass er da oben wirklich beim Metallvorkommen baut, wird halt der Victim der Metallbeauftragte so gesehen sein. Ja, definitiv. Und da ich hier mehr so am Wasser bin, werde ich mich so Holz,
Keratin, wenn die Schildkröten es zulassen, das machen und. Ja. Nein, was mache ich denn? Gut, das Vieh bleibt dort stehen. Jetzt muss ich nur hier irgendwie an diesen Drop kommen. Müssen an diesen Drop. Ein bisschen doof. Damit das Ganze halt auch ein bisschen spannend bleibt und damit jeder halt. Damit ihr auch vor allen Dingen ein bisschen vorbeigucken könnt, wer was macht und. Genau. Dass es nicht so eintönig ist, so langweilig genau. Und sowas. Und so habt ihr eigentlich bei jedem immer was zu sehen und. Was ist denn das? Wow! Ich habe hier eine hammerharte geile Rüstung gefunden. Leck mich doch an der Knifte, ey. Wo ist mein Vieh? So. Alter, was ist denn das für eine Rüstung, die ich gerade gefunden habe? Fleckhose. Fortschrittlich. Wow. Ich habe jetzt solche Metallhosen. Geil! Ich habe eine Metallhose gefunden gehabt. Und so einen gelben Drop. So wie gesagt, wir fliegen jetzt. Ich müsste jetzt mit ein bisschen mein Dach auch fertig haben. Ich fliege jetzt mal kurz noch hoch zu diesem Vulkan und dann komme ich zurück. Über den Fluss da hinten dann. Sag mal, kommt man da oben überhaupt rein? Frag mich, dein Zerko ist online. Ja, ich habe schon gesehen gehabt, dass der online kam. Jetzt auch noch Volltexten. Marco, stoße zu, wie du. Hat er geschrieben oder was? Er nee, schreibe ich jetzt. Marco, stoße zu, wie bei deinen Feiern. BTF. Leck mich am Arsch. Leck mich doch an der Kerfte, ohne Mist. Was hast du denn da jetzt? Der Vulkan ist ja wohl der Ober-Mega-Burner, Alter. Was ist denn das hier für Metall? Obsidian, geil! Echt? Oh, Alter, muss ich mitnehmen. Das ist Metall hier gleich noch mitnehmen. Fette Sache, Alter. Steine rausflacken, braucht keine Sau. Ich habe gerade einen doofen Fehler, einen privaten doofen Fehler gemacht, ja. Passwort. Kannst du dir vorstellen, welchen? Nee, Passwort. Nee. Was? Passwort. Na, ich wollte mir gerade noch eine Whisky-Mischung machen, ne, aber war das dreiviertel Glas mit Whisky voll. aber komm hier. Je weniger Sprite, desto weniger Kohlenhydrate. Übrigens ist meine Basis denn so auch fertig. Okay. Wenn fertig ist, dann werde ich dann. Könnt ihr auch bei mir zugucken, aber das ganze Farben ist doof, wenn ich denn das denn. Also filmen würde, das bringt auch nichts. Ah, ich finde jetzt gerade das ist für mich jetzt schon wieder volles Highlight hier gerade, weil ich komme jetzt gerade selber aus dem Staunen auch selber nicht raus hier, also mega. Ja, weil deswegen muss man ja auch sagen, es bringt ja nichts, wenn irgendwer gerade am Farmen ist, die ganze Zeit irgendwelche Bäume fällt, Steine kloppt. Es ist sinnlos, wenn wir da die ganze Zeit dabei filmen, weil das macht keinen Spaß. Außer wir würden immer die ganze Zeit dumm rumquatschen, wie die Bekloppten, weil wir gerade irgendein Thema gefunden haben. Ja, genau. Wenn wir uns über Zerko lustig machen. Wenn wir sagen, hier kommt Langsjung und der ist schon wieder tot. Das ist. Oder hier, von Thomas, der flatter schon wieder tot. Das ist. Zerko, die olle Rinsen, die schreibt aber auch nicht zurück, gell? Aber ich glaube, gleich kommt so, dass hier dann der Beitritt in unserem TS und dann ist der Zerko mit drinne. Und kurz danach wird er bestimmt auch hier drin sein. Ich weiß ja auch nicht, wie lange heute Langsjö noch arbeiten muss, also. Gute Frage. Aber ich glaube, mit der langen Brücke, das wird eine echt geile Sache, das kriegen wir schon. Ja, ich sag ja, da haben wir schon noch übelste Projekte vor uns. Ja, ja. Und dann wird noch, also wenn denn der, wenn denn noch die, seinen Platz da hinten baut und dann noch die Brücke da lang, ja.
Das wird ein geiles Projekt. Ja, darauf freue ich mich echt schon, also. So, ja, wenn okay. Das funktionieren wird. Wir fliegen jetzt gleich noch diese Flussenge da lang. Machen kurz Pause und dann fliegen wir da rüber. Genau. Und dann haben wir einen guten Abschnitt heute hier erstmal geflogen und haben erstmal wieder neue Dinge entdeckt. Die für mich auf jeden Fall sehr interessant schon wieder waren und immer noch sind, weil ich finde echt diese ganze, jetzt wollte ich Botanik sagen, dieses ganze generell, dieses ganze Aufbau von diesem ganzen Gelände mit Pflanzen, Tierarten, also ich finde das echt mega, ohne Mist. Ich komm über das Spiel immer noch nicht hinweg. Ja, also. Obwohl wir noch nicht, wir haben ja noch nicht mal den DLC, gell, mit Drachen und sowas, wo wir ja bestimmt ja auch schon dann übers Schleifen gehen würden. Aber ich gehe ja so schon schleifen bei dem Spiel. Also selbst wenn ich mich immer verfliege, was ich da so sehe, ist echt schön. Ja. Ich verfliege mich ja nur, wenn ich etwas verfliege, dann. Okay, geil. Ich hab's das erste Mal auf jeden Fall einen T-Rex in dem Spiel gesehen. Für mich selber. Ich bin sowas von glücklich gerade. Weil ich so viel brauche auf jeden Fall. Kriegen wir doch jetzt locker ran, ihr Kindern. Gruppen wir uns. So, wie sieht's bei euch unten aus? Längs Jungs Hals. Längs Jungs Hals. Kann ich bei euch mal unten irgendwo landen? Kurz. Da alles safe. Kannst du mal gucken, wie mein Dach aussieht? Dann können mal deine Leute sehen, wie es bei mir aussieht. Mein Dach ist schon fast fertig. Ja, es dauert nur ein ganz kurzes Stück. Ich muss nur mal hier Pause machen. Und dann komme ich quer über die Dingsbums geflogen. Ihr seid doch chillig, oder? Ja, okay. Ihr tut mir nichts. Ihr seid alle ganz chillig. Aber ich bin auch wieder. So, mal ganz schnell parken hier unten. Und zack, war der Sattel weg, aber mein Flugviech war noch da. Ich habe ja noch ein bisschen Ausdauer. Mir geht es ja nur darum, dass ich ja generell die Ausdauer wieder voll habe. Ja. Alter, das ist eine Vegetation hier. Total der Hammer. Okay, also wir fliegen jetzt quer durch das Gestrüpp hier durch. Wir müssten dann theoretischerweise auf der anderen Seite drüben rauskommen. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Rechts ist der Turm. Da kannst du dir auch mal meinen Spooky in Ruhe angucken, ohne dass dir irgendwas tut, vor allen Dingen. Ich guck die immer mal an, wenn sie tot sind. Dann ja, so kannst du mal lebend angucken und siehst, da macht nichts und... Ja, ich weiß, Leute, es ist gerade ein bisschen langweilig, weil meiner fliegt so ein bisschen langsam, aber das Obsidian wollte ich jetzt auch nicht unbedingt liegen lassen und das Metall, deswegen fliegt er ein bisschen langsamer jetzt. Ein bisschen langs, Junge. Ah. Schenkelklopfer. Trinke ich noch ein Bier oder trinke ich noch ein Bier? Ja, natürlich. Komm, ich hab jetzt unter ein Gläschen gemacht und dann. Ist ja Wochenende. Ja, tut mir leid, ich rauche eine. Aber es muss manchmal sein. Ach, wenn kleine Kinder das wollen, dann tun sie es auch so, da brauchen sie keine Leute, die zugucken. Ne? Passiv mitrauchen bei Zugucken. Also. Nein. Was? Und ich glaube, ich habe was anderes gerade noch entdeckt. Ich wurde gerade so ein Para-Typ gejagt, also der ist gerade losgerannt und fast durch meine Campi durchgerannt. Aber nur wenn ich es richtig sehe, ob das. Muss ich aber hier nochmal einen kurzen Parkstopp machen? Oh krass, da unten ist ein Hirsch. Ein Hirsch? Ein Hirsch? Ne, gucken wir uns das gleich nochmal genauer an. Alter, ey, die haben echt alles hier drin, gell? Ah ja. Da haben wir. So, für eine Leitung bitte. Was? Da kannst du nämlich auch bei mir auf dem Dach landen, weißt du, da ist ja ganz also, famos. Wolltest du mich jetzt gerade angreifen, du Dreckvieh? Nee, wollte doch nicht. Gut. Hast du dir auch nicht. Oh, krass, ey, das. Oh, hier ist gerade so ein übelstes Waldstück, gell? Mit so, einfach so eine Art, ja, sag ich mal, das sieht aus wie eine Lagune, auf Deutsch gesagt. Okay. Sieht total geil aus. Schönes blaues Wasser. Okay. Ich glaube, das müsste sogar bei diesem Wasserfall sein, wenn mich nicht alles täuscht, wenn ich jetzt. Weil dahinter kommt nämlich dann der Sumpf. Ey, das sieht total mega aus. Okay, vor so einem Strom mache ich noch wieder stehen. Ich muss aber echt sagen, da lohnt sich auch echt die 9 € im Monat für einen eigenen Server.
ohne dass du irgendwelche anderen Spacken mit drin hast, also. Wollte ich gerade sagen, ja, da hast du wenigstens nicht irgendwelche. Das hat man, wie man halt zum Beispiel bei, ob es jetzt bei DayZ ist oder Forest oder H1, Z1 hier, Just Survive, wenn man dann überfallen wird oder einfach nur fertig gemacht wird, wenn man gerade neu anfängt und vor allen Dingen ganz Neuanfänger, wie wir es halt sind, Ja. noch keinen Plan haben, wie so großartig was funktioniert, dass irgendwelche Leute ankommen und Leute, guckt einfach euch da das an. Hier sind Ruinen. Aber übelst geil. landet dann mal, da kriegt man meistens auch irgendeine gute Ja, Scheiße. da ist aber gerade Zeug. Das sind die neuen So. Bienennester, die sie reingepatcht haben, hier links am Baum. Mega. Oh, hier ist viel los. Warte mal, ich kann mal hier oben parken auf der Brücke. Wir hoffen, dass da jetzt nichts kommt. Das war krasse Dodos, Alter. Gibt's Mega-Dodos. Sind irgendwie größer. Warte mal, land mal hier. Komm. Der eine kämpft gerade mit so einem Vieh. So eine Art Mini-Langhals oder was auch immer das ist. Meine Folge, die zieht sich heute ein bisschen. Tut mir leid. Boah, echt nice, Alter, ohne Mist. Hier, warte mal, zeigst du das auf der Map an? Nee, leider nicht. Das ist wieder so eine scheiß Schlange, verpiss dich. So ein rein theoretischerweise müsste das da drüben die Plattform sein, wo wir immer gewesen sind, wo wir das letzte Mal extrem oft verreckt sind. Also ich zumindest. Da ist der Wasserfall. Und auf geht's. Wenn wir mal über den Sumpf drüber kommen, dann haben wir es so gut wie geschafft. So arm dran, ja, ich mach Stein aus Metall. Weil sonst heißt es wieder, der Tom muss klauen. Klar, bist du das Klauschwein. Gut, also weiß ich das nächste Mal, wo ich Also definitiv für bin. später, ich bin schon mal im Leder zwecks dem Sattel für den Flugsaurier, bin ich schon mal im Plus. Wenn du also noch Leder brauchst, sag Bescheid, ja. Leder habe ich bei. Das Raptor Level 5. Oh, hol dir den. Ich Hast habe du gerade Kerl? kein Dingsbums mit Scheiße. Ich komm, Ich ich hab komm. noch Betäubungspfeile, habe ich noch da. Oh, Ich ich komm pack schnell dir mal. zurück. Wo war das hier? Hier ist das, okay. Warte mal, kommst du zu mir? Ich pack bei mir in der Kiste. Hau ich die Betäubungspfeile rein, ich brauche die gerade gar nicht. Jo, ey, den Ich habe Raptor. noch 36, habe ich noch da. Den Sagt Raptor. ihr, wo der ist? Den Raptor. Ja, habe ich mir schon. Also ich fliege hier gerade ohne Karte zurück, ja. 36 Betäubungspfeile habe ich jetzt bei mir reingehauen in meiner Liste da rein. Ja, hol dir Raptor. Ja, aber da laufe ich hin. Brauchst du ja. Das nehme ich mir auf der Pirsch. Ja. Das Vieh Aber muss. der erste Schrank bei mir, da sind sie mit drinnen. Wie geil du mit den Leder farmen kannst. Bei mir kommt gerade Gewitter. Gewitter? Ja! Ja. Über Neuss. Wo? Stuttgart? Neuss. Düsseldorf? Brauche bestimmt drei Strickleitern. Kurze Pause machen. Das war da hinten. Nee, das ist nicht weit. Es geht. Krieg mal hin. Also wie gesagt, wenn der Raptor Lehne ist, dann ist es kein Problem, dass du den holst. Also. Ja, fein Level 5, das geht noch. Ja, deswegen. Blick noch gerade mit Highspeed hier zurück.
Also wie gesagt, bei mir sind so eine Betäubungsfeile, müsste auf jeden Fall ausreichen. Und Fleisch muss ich mitnehmen. Fleisch. Zerro hat ohne Ende drin. Okay, ich hab das schon einen Haufen. Wenn ich mein komisches Giftspritzviech hat auch noch ein bisschen. Brauchst du noch eine Lederhose? Gerade. Ja, kannst du gerne mitnehmen und dann in den Schrank bei mir mit reinpacken. Also. Weil ich habe jetzt gerade Lederhose, weil ich ja die andere Rüstung habe. Pack gut bei mir mit rein, denn da. Dann tue ich jetzt noch meine Knallwaffe raus. Und nimm Bogen mit. Also Dingswurms. Hast du nicht eine Armbrust? Die Armbrust, ja, die männliche. Okay, wo ist er? Da ist er. Okay. Raus. Waffe auch raus. Fleisch haben wir 10 zum Fressen, 20 davon mit. Okay, das können wir erstmal kurz raus tun. Und das noch zur Verteidigung. Okay. Was wollte ich? Ah. Den brauche ich. Ich brauche ohne Mist diesen. Scheiße. Brauche ich dafür den nochmal extra Narkotika, glaube ich. Ja, doch. Könnte bei mir auch noch mit drin sein. Guck mal bei mir in den Mörser rein, bitte. Also keine Bären, ja. Richtiges Narkosemittel. Könnte auch noch mit drin sein, der guck mal rein. Jo, ich komme rüber. Nicht. Ich gucke jetzt mal, wenn sie jetzt noch an Narkosebären, der habe ich jetzt auch drin extra noch mit rein, die ich gerade gesammelt habe, weil ich gerade noch Fasern sammle. Sechs meiner Strickleiter. Hier oben kommt schon wieder so ein Dilifo-Dingsbums da oben an. Spooky! Moin! Kannst du mir noch genau angucken? Guck mal, ich habe hier noch. Guck mal, was ich hier drin habe. Ich habe noch 2 Narkotika-Mittel drin und noch 62 Dinge. Ja, aber die Bären, die fressen keine Bären, das ist das Problem. Doch, doch mit den Bären kannst du auch hingeben. Ja? Ja, genau. Gut, dann wäre ich schon mitnehmen. Du brauchst zwar ein Müh länger, aber wenn du genug zwischendurch zu sammeln hast, das ist kein Ding. Schrank, Pfeile und dir tue ich mal die Hose hier rein noch. Ja, okay. Okay. So, liebe Leute, ich höre jetzt erstmal kurz auf. Ihr habt meinen Rundflug gesehen und wir sehen uns in der nächsten Folge, wenn ich versuche, einen Raptor zu tämen. Also, ich bedanke mich bei Thomas wieder. Bis dann. Ciao. Ja, kein Problem, Mann.